Hallo Leute und willkommen beim SparMac. Heute ist es mal wieder Zeit für ein neues SparMac Q&A. Ich habe einige Fragen rausgesucht und bevor es losgeht, möchte ich zwei Punkte aufgreifen. Zum einen, wir haben ja letztens so spaßeshalber gesagt, so die Folgen werden eh immer viel zu lange und daraufhin haben wirklich extrem viele Leute gesagt, so, nee, ihr könnt das gerne noch länger machen oder die Länge beibelassen. Deshalb peilen wir heute einfach mal so 20 bis 30 Minuten an. Das wird das längste SparMac-Video aller Zeiten. So quasi. Schauen wir einfach mal, wie das funktioniert und dann könnt ihr uns ja mal gerne wissen lassen, ob das zu lang war, zu kurz war, wie euch das gefallen hat. Und ja, ich glaube, so viele Fragen wie heute hatten wir noch nie. Also ich habe jetzt alleine irgendwie 22 Stück rausgesucht. Wenn wir die alle beantworten würden, wären wir bei 3 Stunden. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Die erste ist schon mal sehr, sehr interessant. Was denkt ihr über die Update-Politik bei Android? Nehmen wir mal das Pixel XL in der großen Speichervariante. Da sind wir in dem Preisbereich von 1.000 €. Und dafür bekommt man dann nur 2 Jahre Updates geliefert. Wenn man schon im Apple-Preissegment ist, dann sollte und muss man auch länger als 2 Jahre Updates liefern. Vielleicht können es sich nicht leisten, so ein Gerät direkt nach dem Marktstart zu kaufen und warten dann ein Jahr, bis es billiger wird. Und dann habe ich nur noch ein Jahr eine Update-Garantie. Was haltet ihr davon? Ja, absoluter Muck. So ist es ja. Google hat ja selber mal gesagt, Android-Geräte 18 Monate sollen so unterstützt werden. Und auch wenn man Apple immer viel vorwerfen kann hier und da, aber die Updates kommen einfach. Ich weiß einfach, 4, 5, 6 Jahre kriege ich das neue iOS-Update. Wenn da jetzt vielleicht noch ein paar Features fehlen, naja, was soll's. Aber ja, es wird sich halt noch drum gekümmert. Und Android hat natürlich nach wie vor das Problem, es ist fragmentiert, die Netzbetreiber hängen zwischen den Updates. Das hat so viele Gründe. Aber ich sehe es auch ein bisschen beruhigter, weil Sicherheitsupdates kommen jetzt ja, sollen ja schneller kommen. Diese Mini-Updates, die halt wirklich für die Sicherheit sind. Die großen Feature-Updates, die man sich natürlich auch wünscht, aber das hat ja bisher auch nicht so richtig geklappt. Aber ich verstehe, was er meint. Ich würde mir auch bei Android einfach viel mehr wie bei Apple die Update-Politik wünschen. Ich verstehe den Punkt auch sehr, sehr gut, vor allem wie er das halt anspricht. Also Google verlangt einen Premium-Preis, dann muss man auch meiner Meinung nach, wieso kann Google nicht sagen, wir bringen 3 Jahre Updates. Also wenn das jemand kann, dann ja wohl Google. Was den zweiten Punkt angeht, also so von wegen, die Geräte sind teuer, die Leute warten ab, bis sie günstiger werden und dann gibt es quasi kaum mehr Updates. Da muss ich sagen, hat mein Bekannter, der auch in der Smartphone-Branche arbeitet, mal zu mir gesagt, so, die Leute kaufen sich ein 200 € Smartphone und erwarten dann, dass sie 2 bis 3 Jahre Updates bekommen. Es ist natürlich hart gesagt so, aber klar ist, diese Updates kosten Geld. Da sitzen teilweise sehr, sehr viele Leute dran und es kostet brutale Reserven, irgendwie das zu testen, bis das mit allen Netzbetreibern abgeklärt ist und so weiter. Also ich bin absolut der Meinung, wenn so ein neues High-End-Flaggschiff auf den Markt kommt, was 700 € kostet, dann sollte man da locker vom Marktstart an 2 bis 3 Jahre Updates bringen. Was du vorher angesprochen hast, also dieser Punkt von wegen, dass dann ja oft geschummelt wird, also dass nur die Systemversion neu ist, aber viele neue Features, die es eigentlich schon gäbe, nicht kommen. Das ist schon so die erste Sache, wo man sich auch drüber aufregen könnte. Aber andererseits muss ich halt sagen, wenn wir dann bei anderen günstigeren Smartphones sind, jetzt zum Beispiel bei einem Honor 5X, das eh schon zum Kampfpreis auf den Markt kommt, dann glaube ich, muss man fast zufrieden sein, wenn man ein größeres Update bekommt und kann dann nicht sagen, ich erwarte alle Updates dafür, weil irgendwo kommt der günstigere Preis her. Das ist ganz klar. Guter Punkt. Ja. Also das wollte ich nur auch mal zu der ganzen Sache erwähnt haben. Vor allem, weil man halt echt oft sagen muss, Android 7.0, das klingt immer noch so viel, aber in den meisten Fällen halten sich die Änderungen wirklich in Grenzen, wo man sagt, da wäre mir ein stabileres Android 6.0.1 vielleicht sogar wieder lieber. Das sagen auch oft einige. Nächste Frage fand ich auch ganz interessant. Was haltet ihr von Chrome OS? Denkt ihr, es könnte eine Alternative zu Windows werden hinsichtlich der Gerüchte einer Verschmelzung von Android und Chrome OS? Gab es ja viele Gerüchte vor dem Google-Event und gekommen ist dann im Prinzip gar nichts. Irgendwann kommt mal was. Google ist ja wirklich sehr erfolgreich, zumindest in den USA mit Chrome OS, gerade im Bildungssektor, weil es einfach so günstig ist und weil es für die Admins leichter zu verwenden oder für die Lehrer in dem Fall und die Profs leichter zu betreiben ist als so Windows Ja, ich habe auch schon oft viel mit Chromebooks rumgearbeitet, aber es ist wieder, wenn ich in dieser Google-Filterblase sein will, die ganzen Google-Dienste mache und so, dann ist es toll, dann funktioniert alles. Aber wenn man dann mal da raus will oder sowas, dann wird es wieder schwer und da hat Windows, ich ärgere Franz die ganze Zeit hier mit, ich sage, mach doch auch also mal so.
Ihr müsst nur wissen, also ich sitze hier ja, weil ich hier die Fragen ablese mit dem Ding. Ich sitz aber er sitzt hier einfach nur mit dem Ding. Deswegen, mit Windows habe ich halt einfach immer viel, viel, viel mehr. Und ich sehe dann auch gerade, weil ich einfach das Lenovo-Book gerade in der Windows-Version habe, wir haben es du auch gerade das in der Android-Version da. Chrome OS wäre ja dann nochmal was. Allein da würde man sich ja dann doch wünschen, dass es eine Version gibt, dass gerade auf solchen Dingern auch nur Chrome OS und nicht Android, sondern halt ein Chrome Android oder Android OS läuft oder sowas. Würde ich mir wünschen. Und ja, ich sehe es auch auf dem Weg zu einer Alternative zu Windows. Habe ich wieder viel zu viel, Entschuldigung. Nee, ich finde das Alternative, ja, was bedeutet Alternative? Also wenn es nur darum geht zu surfen und ganz einfache Sachen zu machen, ja, dann kann es eine Alternative werden. Aber sobald es für mich wirklich ums Arbeiten geht, also sage ich jetzt mal Videoschneiden, Ton und so weiter, da kann das bei weitem nicht mit macOS oder mit Windows eben mithalten. Insofern, ich glaube, es wird vor allem in so Ländern wie Indien, Brasilien und so weiter sehr, sehr interessant. Ich sehe das auch auf dem Vormarsch, aber dass es wirklich Windows schon so richtig Konkurrenz machen kann, das sehe ich in naher Zukunft ehrlich gesagt noch nicht. Aber es finde ich gut, dass es quasi noch ein drittes Betriebssystem gibt, wenn wir jetzt mal die ganzen Linux-Dinge außen vor lassen. Nächste Frage. Eine Stunde Spar-Mac Q&A wäre super. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute eine Stunde schaffen, aber wir strengen uns an. Ich liebe eure Videos, sehr, sehr cool. Nun zu meiner Frage, wann wird der USB-Type-C-Standard wohl so verbreitet wie USB 3.0 sein? Beziehungsweise wann kann man ohne Adapter etc. arbeiten? Würde mich über eine Antwort sehr, sehr freuen. Ich habe mitbekommen, dass du heute schon mit den Kollegen hier bei uns im Studio über dieses Thema, glaube ich, diskutiert hast. Oder was sagst du dazu? Seit diesem Jahr eigentlich. Es kommt ja eigentlich nur auf die Hardware an. Es gibt die ersten Windows-Geräte, es gibt bei Apple die ersten MacBooks. Ich sage jetzt einfach, du brauchst ja einen Rechner mit USB Type-C und dann hast du noch ein Smartphone. Und vielleicht hast du noch ein Tablet. Aber als Grundkonfiguration hast du ja einen Rechner und ein Smartphone. Und da gibt es ja eigentlich jetzt schon die ersten, die auf USB Type-C gibt. Wann es soweit sein wird, sage ich, spätestens nächstes Jahr gibt es dann gar nicht mehr. Also dass dann wirklich die Micro-USB-Fraktion so langsam, also gerade beim Neukaufgerät, wer dann 2017 noch auf Micro-USB setzt. Boah. Aber gut, wir jammern immer, weil wir immer so viele Kabel, so viele Adapter rumschleppen, vor allem die dann auch mehr mitnehmen, wenn wir die ganzen Geräte dann auch unterwegs betreiben müssen, testen und. Aber für, wenn ich mal auf Reisen bin, das ist ja als Otto-Normalnutzer dann auch 2, 3, 4, 5 Wochen im Jahr, ein paar Wochenende, dann muss man zwar dann denken, ein zusätzliches Kabel oder Adapter mitzunehmen, aber es hält sich ja noch in Grenzen der Aufwand. Ja, ich fand die Frage auch ganz interessant, weil ich finde, man muss sich einfach nochmal anschauen, was sich da im letzten Jahr schon getan hat. Also wenn wir uns überlegen, letztes Jahr, ich glaube, das erste Gerät oder das erste Notebook war ja das MacBook mit USB Type-C, wo jeder geschrien hat. Und was war das erste Smartphone? Ich glaube, eins der ersten war das OnePlus 2. Das hatte ja schon so eine verkrüppelte Version von USB Type-C. Ja, Ja, also sagen wir einfach mal, das war eins der ersten Smartphones. Auch so um den Dreh kamen die ersten Smartphones. Was sich da jetzt schon getan hat, also bei wie vielen Smartphones wir schon USB Type-C haben, wie viel USB Type-C Zubehör es schon gibt. Und wenn jetzt vielleicht dann, oder bis jetzt, wahrscheinlich wissen wir es jetzt schon, also sage ich einfach mal ganz sicher, weil wir das Ganze wieder vorab drehen, wenn die neuen MacBooks auch USB Type-C haben, dann, glaube ich, wird das dem Ganzen nochmal einen riesigen Push geben. Vor allem, ich bin gerade bei Rechnern ein riesen Fan davon, USB Type-C, dass man auch seine Rechner vor allem über normale Powerbanks laden kann. Das finde ich toll. Einfach, das ist super. Wo ich aber nach wie vor bei USB Type-C oft es mitbekomme und auch von anderen höre, sobald ich Videosachen übertrage an einen Fernseher oder externe Monitore, da hakelt es sich noch. Also da gibt es auch anscheinend wieder, ist jetzt nicht so ein Standard, sondern gibt es wieder verschiedene Sachen, dann unterstützen Adapter das, Kabel das oder dann wieder nicht. Selbst da ist es noch nicht so, dass man sagt, jetzt haben wir nur noch USB Type-C und das kann jetzt alles, das soll es im Idealfall irgendwann mal sein, aber selbst da sind wir noch nicht. Also da muss man auch noch aufpassen. Aber ich bin doch auch recht zuversichtlich, dass das sehr, sehr schnell gehen wird, wenn wir dieses Tempo beibehalten, das wir jetzt in den letzten Monaten hatten. Nächste Frage. Glaubt ihr, dass Smartphones irgendwann DSLRs ablösen werden? Da ich ja sowieso nicht so der DSLR oder auch ohne Spiegel Profi von uns beiden bin, für mich haben sie es ja eigentlich schon seit Jahren. Ich glaube, seit dem iPhone 4S bin ich da, glaube ich, stand die Option gar nicht mehr. Als dann jetzt 4K gekommen ist zum Videofilmen, gut, da ist dann auch wieder die Sache, DSLR zum Videofilmen ja eigentlich auch nicht so der Hauptzweck gewesen. Aber für mich haben sie es schon. Du bist der damit.
Ich finde, es kommt darauf an, wie man die Frage sieht. Also wenn viele sagen, so Hobbyfotografen oder einfach nur Leute, die im Urlaub Bilder machen wollen, ich habe früher meine eine DSLR dabei gehabt mit einem günstigen Objektiv und so weiter, dann glaube ich, stimme ich dir voll zu, das haben die Smartphones mittlerweile übernommen. Also auch was so Point-and-Shoot-Kameras angeht, die werden doch, ganz ehrlich, die werden immer weniger und auch vollkommen zu Recht, weil dafür, da ist das Smartphone fast besser, weil die Automatiken mittlerweile so gut sind. Was allerdings andere Dinge angeht, also jetzt meine ich zum Beispiel professionelle Fotografie oder, wie du schon gesagt hast, Leute, die Videos mit diesen DSLRs machen, und das werden ja immer mehr, auch wenn die da eigentlich zweckentfremdet sind, aber einfach, weil man diesen schönen, unscharfen Hintergrund haben möchte. Da glaube ich, und was heißt glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher, das werden die Smartphones nicht ablösen können, weil das ist halt einfach nicht möglich. Wenn du das wirklich, kommt drauf an, was man für Ansprüche hat, glaube ich. Also ich glaube wirklich so für professionelle Produktfotografie, Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie nennt sich das und so weiter. Akt. Ja, also da da seht ihr schon, was der Typ in seiner Freizeit macht. Nee, aber also wirklich, wenn es um so hochqualitative Aufnahmen geht, wo es tatsächlich darum geht, ob man irgendwie die kleinsten Fältchen sieht und so weiter, dann wird man noch auch langfristig auf höherpreisigere Kameras setzen. Aber ansonsten, in vielen Bereichen, stimme ich dir da vollkommen zu, haben die Smartphones DSLR schon ersetzt. Und vor allem, wenn es dann auch so semi-professionell wird, wenn man jetzt hier beim Motorola das Hasselblatt-Case da hinten irgendwie drauf sieht, oder ich glaube, Kodak hat die Tage, oder unter dem Namen Kodak wurde jetzt nochmal neues, eigentlich eine Kamera mit Smartphone-Funktionalität vorgestellt. Ja, aber beim High-End-Zeug stimme ich dir total zu. Die werden auf immer und ewig, auch wenn die Nutzerkreis kleiner wird, aber der wird immer professioneller, die Dinger noch nutzen. Die werden glauben, oh, stell dir mal vor, du machst so ein L'Oreal-Shooting oder sowas und dann kommt da einer und holt sein iPhone raus. Fände ich schon geil. Nächste Frage. Meint ihr, Samsung wird beim S8 den 3,5 mm Klinkenstecker wegfallen lassen? Nö. Allein um Apple eins reinzuwirken. Oder sie sagen, unser S8 ist auch ohne Klinkenanstecker wasserdicht. Das können sie ja gar nicht mehr sagen. Aber vielleicht zweimal weniger Klinkenstecker hat das S8. Ich habe jetzt hier noch ein S6 gerade hier vom Wühltisch genommen. Passt. Also auch beim S7, da ist ja noch... Ich glaube nicht. So. Glaube ich auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding wie beim MicroSD-Slot, wo die ganze Android-Fraktion jetzt tatsächlich sagt, so, ja, schaut mal, wir haben aber noch einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Vielleicht irgendwann im Zug... Klar, es gibt schon Android-Smartphones ohne, wird jetzt wieder der ein oder andere sagen, die gab es auch schon vorher. Aber ich glaube... Zumindest in den nächsten Monaten werden wir bei den ganzen Android-Flaggschiffen nach wie vor 3,5 mm Klinke sehen. Allein um jedes Mal Apple zu sagen, guck mal. Ey, was wird das für ein toller Witz, wenn Richard Yu dann sagt, and we still have 3,5 mm Headphone Jack. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. So. Die nächste Frage ist was für dich, dazu kann ich nicht besonders viel sagen. Was haltet ihr von ThinkPad-Notebooks? Vor allem ThinkPad Yogas. Ich habe das einfach mal dazu genommen, weil wir immer so viel über die MacBooks quatschen, aber irgendwie fast nie über andere Notebooks. Ich habe mir ja auch mein Herz genommen und deswegen nehme ich ja auch einfach mal was anderes gerade. Es ist ja nicht so, dass wir dauernd nur mit den Macs. Wir testen natürlich auch andere Geräte. Nur wenn wir dann auch unterwegs sind, die Videos machen, da schneiden wir immer auf den Macs, weil halt das immer noch eine andere Welt ist als auf den anderen Geräten. Für Alltagsdinger, absolut. Früher die ThinkPads. Das ist ein schwieriger Name, jetzt merkst du es auch. Als es noch IBM selber waren, das waren ja richtige Arbeitstiere. Viele haben ja gesagt, dass die Sparte von Lenovo übernommen wurde, einige trauen der alten Qualität noch nah, andere sagen, Lenovo hat es eigentlich noch gut aufrechterhalten, bleibe ich eigentlich bei der Fraktion. Und als Arbeitsgeräte, als Arbeitstiere, absolut super, super Teile. Nur sind halt keine dünnen Ultrabooks. So, das ist es halt. Also ist halt die Frage, was man will. Will ich sowas Robustes, wo ich dann ganz genau weiß, darauf kann ich 50 Romane im Jahr tippen oder sowas. Allein das war bei den ThinkPads die Tastatur. Das war ja noch ist ja immer noch eine richtige Tastatur. Wenn man dann im Vergleich so ein Ultrabook nimmt oder jetzt irgend sowas hier, wo dann gar keine Tasten mehr sind. Aber es ist ja immer die Frage, was man möchte. Also ich mag die ThinkPads. Ich kann dazu, wie gesagt, nicht viel sagen, weil ich in meinem Leben nie wirklich lange eine ThinkPad genutzt habe. Ich fand die Dinge schon früher optisch immer grausam, muss ich jetzt einfach ganz ehrlich so sagen.
Und bei mir war es halt immer so, Notebook war für mich eigentlich fast immer nur der Ersatz vom Desktop-PC. Also auch früher, als ich noch einen Windows-Rechner genutzt habe. Insofern habe ich damals schon immer versucht, mein Notebook nicht so kompakt wie möglich, aber zumindest einen guten Kompromiss zu finden aus Portabilität und Power, sage ich jetzt einmal mal. Und da waren mir ehrlich gesagt die ThinkPads immer zu dick. Ja. Nichtsdestotrotz, so viele Leute können sich nicht irren, das sind sicher klasse Geräte, also hat er ja eben schon schön gesagt. Nächste Frage, hey Sparmac, hättet ihr bei dem iPhone 7S oder iPhone 8, je nachdem wie es heißen wird, lieber Fast Charging oder drahtloses Aufladen? Darüber haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen. Was wäre lieber, Fast Charging oder Wireless Charging? Wireless. Wieso? Weil Wireless ist für mich einfach nach wie vor Zukunftsmusik. Das ist Star Trek, das ist geil. Das ist einfach, klar, Fast Charging hätte ich wahrscheinlich deutlich mehr, 15 Minuten dran, 50% Akku und ich brauche mir keine Gedanken zu machen. Aber ich sag mal so, über den Tag kommt man mit den iPhones sowieso bisher. Auch mit den kleineren ist das drin. Dann hängt es eh über Nacht an Strom. Ja, ich sehe den Vorteil gerade beim Fast Charging, aber ist jetzt einfach Frage. Ich hätte lieber Wireless Charging, weil ich das einfach geiler, cooler, nerdiger finde. Ich auch. Also vor allem, wenn man ja das iPad-Netzteil hernimmt, dann laden die ja eh schon ein bisschen schneller, sag ich mal so. Und wenn man dann natürlich diese Kombination hätte, also wenn ich schnell laden muss, kann ich das iPad-Ding hernehmen. Ich finde, ja, wäre schon toll, wenn ich auch irgendwie bei den iPhones in 30 Minuten die Hälfte vollgeladen hätte. Aber da ist mir ehrlich gesagt, wenn ich einfach mal sitze und ich kann es einfach so auf mein Wireless-Charging-Pad legen und währenddessen, wenn ich eine Stunde arbeite oder so, laden, ist auch nett. Vor allem, es gibt ja mittlerweile Fast-Wireless-Charging oder wie heißt das von Samsung, der Standard. Das sollten Sie machen, das wäre dann quasi die perfekte Mischung. Ja, ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht beides haben? Genau. Nächste Frage, das fasse ich jetzt mal zusammen. Die Frage haben nämlich viele so oder so ähnlich gestellt. Quintessenz ist einfach, wird Samsung diesen, also nach dem Note 7 Desaster, werden sie diese Note-Reihe, diesen Note-Namen überhaupt so weiter? Ich dachte Samsung. Ja, genau. Ja, genau. Samsung benennt sich jetzt um in Singsang, Samsung, was weiß ich, LG. Nee, aber werden sie diesen. Glumas. Aber ich weiß, was du meinst. Also wird es einen Note 8 geben? Wird die Reihe fortgesetzt werden? Glumas. Nee, also wie gesagt, genau. Es wird die Note-Reihe fortgesetzt werden. Werden sie überhaupt jemals diesen Begriff Note wieder nennen? Und das meinten auch viele, wird dann vielleicht ein S8 Plus zum Beispiel kommen mit einem S-Pen? Ja, wir wissen es nicht. Aber ich persönlich, meine Einschätzung ist, der Name Note ist jetzt einfach verbrannt. Es wird keine neuen. Er war jetzt echt nicht wahr. Nein, aber ich meine, der wird nicht weiter benutzt. Das ist einfach so. Dann heißt, der hat jetzt die Note-Reihe hat jetzt den Makel, wie jetzt andere Geräte leider auch. Wenn man da sieht, es wird jetzt überall auf der Welt, gibt es ja lustige Fotos von einem Edge Note oder Note Edge. Oder, Wahnsinn. Aber nein, der Name ist verbrannt. Lass das. Also, es war jetzt nicht mit Absicht, sondern. Der wird nicht einfach mehr genutzt. Jeder wird jetzt in Zukunft denken, sobald der Note hört, das sind doch die abgeraucht sind, die zurückgerufen wurden, die eingestellt wurden. Aber dann ist die Frage, wie nennen sie das dann in Zukunft? Entweder gibt es keine Note-Reihe mehr, was ich mir nicht vorstellen kann, weil genügend den Stylus mögen und weil Samsung ja bisher da wirklich einfach die einzigen waren, die sowas mit dem Stylus vernünftig gemacht haben. Aber wie wird es dann heißen? S8 Pen. Samsung Galaxy S, was weiß ich. Oder Pro. Dann einfach S8 Pro. So, wie bei Apple, Pro. Ja, Pro. Also ich bin mir noch total unsicher, was da passieren wird. Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Vor allem, weil wenn ihr schon mal geflogen seid irgendwie in den letzten Wochen, dann wird einigen von euch aufgefallen sein, ja, manche Airlines sagen schön vorbildlich Samsung Galaxy Note 7, andere sagen aber einfach Samsung 7 oder Samsung Galaxy, kein Samsung Galaxy Smartphone. Leute, da fasse ich mir dann immer so an den Kopf und denke mir, ja gut, klar, die wissen es wahrscheinlich einfach nicht besser, aber das ist so ein Image-Schaden. Vor allem, ich habe schon von einigen Freunden von mir gehört, die einfach meinten, Samsung Galaxy, weil ich das S7 empfohlen habe. Ach, Samsung Galaxy, das ist doch das, was irgendwie in die Luft fliegt. Ja. Also ich bin gespannt, ob nicht sogar dieser Image-Schaden sich nicht nur auf die Note-Reihe ausübt, sondern sogar auf jedes Galaxy-Smartphone von Samsung irgendwie. Weil vor allem dieser Name Galaxy ist ja mittlerweile so mächtig schon. Das ist schon nicht wie ein iPhone, aber es ist das, was dahinter kommt, sage ich mal. Ich bin mir absolut sicher, dass es kein Note mehr geben wird. Da bin ich komplett bei dir. Ich bin gespannt. Klar, Galaxy S8 wird vermutlich so heißen. So. Ich
bin, aber ich glaube, also das ist so ein fetter Image-Schaden. Also schlimmer geht es kaum mehr. Aber eine Sache möchte ich noch ansprechen, weil du eben schon erwähnt hast, jetzt fliegen überall in der Welt auf einmal Smartphones in die Luft. Vor allem lustigerweise auf einmal ein Samsung Galaxy S7, das vorher 6 Monate überhaupt keine Probleme gemacht hat, fliegt auf einmal in die Luft. Also man sollte nicht alles glauben, was man irgendwie immer sieht. Ja, das Note 7 hatte akute Probleme, aber wenn jetzt auf einmal irgendwie Leute, es gibt sehr viele Leute, die irgendwie sehr aufmerksamkeitsgeil sind und dafür vieles machen würden. Ich fand das ja, ja, schon so lustig, als auf einmal die ausgetauschten Note 7 in die Luft geflogen sind. Und dann, wer war der Erste, der diesen Artikel publiziert hat? The Verge. Was stand im letzten Satz? He has already exchanged his Note 7 against an iPhone 7. Ja. Ich will jetzt da The Verge überhaupt nicht anzweifeln, weil es gab ja mittlerweile wirklich genügend Fälle so, aber das war schon komisch irgendwie. Es war schon ein komischer Zufall, oder? Fragen wir die Illuminaten, die wissen da vielleicht mehr. Aber nächstes Thema, ihr merkt schon, ich bin einfach noch traurig, dass es das Note 7 nicht mehr gibt. Ja. Das iPhone 7 ist zwar erst vor kurzem erschienen, aber trotzdem möchte ich euch fragen, denkt ihr, Apple wird nächstes Jahr zum 10-jährigen eine 7S mit gleichem Design und S-Generation, also ganz typisch bringen, oder direkt ein iPhone 8 oder vielleicht iPhone 10, was weiß ich was, und was erwartet ihr vom 8er? Ich habe gerade gezählt. Es geht um 10 Jahre quasi. Also 2007 wurde das erste iPhone vorgestellt. Ja, das ist ja die 10. Generation. Ja. Also nee, aber ja, okay. Dann ich glaube, es geht um Jubiläum quasi. Was war die Frage? Ob, ich war beim Zählen. Ob nächstes Jahr ein iPhone 7S oder ein komplettes Redesign neu zum Jubiläum kommt. Wobei, es wird sehr interessant, weil viele, bei Samsung hatten wir gerade, die werden dann haben die 8 im Namen und dann ist Apple mit einem S. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Oder wenn die können ja auch einfach anfangen und einfach sagen, the new iPhone. Kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir beides vorstellen. Vor allem, weil es ja heißt, dadurch, dass die 7er jetzt nur so leichte Änderungen beim Design waren, dass nächstes Jahr dann eins mit Keramik, AMOLED-Display und der große Sprung ist, kann ich mir auch vorstellen, dass dann was. Kann ich auch vorstellen. Aber ich sage ich jetzt einfach zu, jetzt sage ich 70-80% 7S heißt es. Ich sage, nächstes Jahr kommt ein komplett neues Redesign und eine mega fette Bombe, einfach weil es mittlerweile längst überfällig ist, neues Design. Und ja, das ist einfach Apple, die haben einen Fetisch für so Zahlen, also Jubiläum und so weiter. Und weil es einfach auch schon einige Gerüchte gibt, klar, denen kann man nicht immer trauen, aber ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass sie nächstes Jahr endlich mal mit dieser Tradition brechen, weil irgendwann wird mit jeder Tradition gebrochen. Und das nächstes Jahr tatsächlich, ich bin gespannt, wie es heißt, würde mich nicht wundern, wenn es nicht iPhone 8 heißt, the new iPhone, okay, aber das wird schon so lange gemunkelt und ich glaube einfach, die Leute wollen, das hat mittlerweile auch Apple verstanden, die Leute wollen einen klaren Namen, also weißt du, einfach so iPhone, vielleicht heißt es auch einfach iPhone X oder so, wie sie es damals bei macOS gemacht haben, also quasi mit dem 10, weißt du schon? Und dann nennen wir die iPhones nach Städten. iPhone Tokio. Ja, ja. iPhone Sydney. Nee, aber wäre doch geil. Also, weißt du, wäre mir lieber als the new iPhone. Dann kannst du es jedes Jahr, the new iPhone. Und dann gibt es im dritten Jahr the new iPhone. Also, ich bin gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr kommt was ganz Großes, Tolles, Neues. Lassen wir uns überraschen. Hallo Sparmac-Team, ihr macht super Videos. Vielen Dank. Sollen wir die Frage rausnehmen? Natürlich, also jeder, der hier irgendwie Kritik äußert, der kann eh vergessen, dass er irgendwie drankommt. Nein, wir hatten jetzt auch schon genügend eher negative Fragen in letzter Zeit. Aber heute, also wie gesagt, beim letzten Mal war das Feedback tatsächlich also eigentlich fast nur positiv. Vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. Mit welchem Programm schneidet ihr eure Videos? Könnt ihr ein kostengünstiges Schnittprogramm für Windows, welches leicht zu bedienen ist, empfehlen? Ich sag, bei mir sind es ja 98% iMovie, reicht mir dicke aus. Zu 2% greife ich dann immer mal wieder zu Final Cut. Das, wo ich dann auch immer wieder, wo ich auch viel mit Kollegen oder sonstigen Nasenbären mich austausche, wenn ich jetzt eins für Windows, auch wo ich immer wieder davor sitze, kurz damit rumspiele, es auch mal lernen will, einfach für mich, fürs Einstieg, für Basisdinger, wäre halt Magix. Also Magix ist halt das, was man überall hört, halt nicht direkt Premiere oder Sony Vegas oder sowas, sondern Magix kommt erstaunlich oft nach Fragen, nach was Günstigen, was Einfachen, sozusagen iMovie mit mehr Features bei Windows. So. Ich schneide meine Videos mit Final Cut Pro 10. Meiner Meinung nach für das, was ich mache, was wir machen, das beste Schnittprogramm Adobe Premiere ist auch ein sehr gutes Programm, aber das ist viel zu viel für das, was wir machen. Das ist
für Kinofilme, wobei selbst die mittlerweile oft mit Final Cut schon geschnitten werden, das sagt schon fast alles. Ansonsten hat es halt eine schöne kurze Exportzeit. Ha? Und es läuft ja richtig und ja, es läuft halt nicht so nett auf den Macs. Es ist einfach die Benutzeroberfläche. Wenn man sich das mal anschaut, dann denkt man sich bei Final Cut, okay, damit könnte ich was anfangen. Und bei Adobe Premiere fühlt man sich als Neueinsteiger erstmal erschlagen wahrscheinlich. Mhm. Ansonsten günstiges Programm, was einfach zu bedienen ist für Windows. Magix hat er ja schon genannt. Ich habe angefangen mit Magix zu schneiden und ich bin der Meinung, das ist sehr, sehr gut, um so das Schneiden zu lernen. Hatte damals auch seine Schwächen, wobei das war halt vor 4 oder 5 Jahren, da hat sich bestimmt auch schon viel getan. Ansonsten, schau dir doch mal den Windows Movie Maker an. Ich habe mir sagen lassen, der soll mittlerweile auch schon ganz gut sein irgendwie. Also ich kenne da einen Kollegen, der hat ganz schön aufwendige Videos teilweise damit geschnitten. So. Yep. Allem ist es kostenlos. Genau, es ist kostenlos. Das und ist zum Einstieg, ja. Ja. Und jetzt habe ich noch so zum Abschluss eine ganz schöne Frage an das Technik-Faultier. Mhm. Haben wir vorher schon kurz drüber gequatscht. Was haltet ihr von dem Nintendo Switch? Ah, die neue Konsole. Viel wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja im März, 17. März oder was ist jetzt das Erscheinungsdatum. Preis wissen wir nicht. Hardware ist nicht bekannt. Da wird ja gemunkelt, viel wurde ja einfach vom Nvidia Shield übernommen oder sowas. Vom Konzept, ich denke mal, viele von euch haben ja auch dieses 3-4 Minuten Video gesehen. Wir wissen jetzt, es ist halt ja keine Wii mehr sozusagen, die wir uns irgendwo hinstellen an Fernseher, sondern wir haben zwar am Fernseher so eine Docking Station, aber das Kernstück ist halt ein mobiles Tablet, was aber auch gleichzeitig die Spielekonsole ist, wo die ganze Rechenpower ist. Ein großes Display, links und rechts kann ich dann immer die Controller dran packen, ich kann auch kabellose Controller das Ding irgendwo hinstellen und dann so spielen. Das sah man alles in diesem 3-4 Minuten Nintendo-Clip. So, und es wurde ja vorher viel gemunkelt, geht es in die Richtung, geht es nicht in die Richtung. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, ach nö, das ist ja gar keine nette Familienkonsole mehr, wo ich dann mit 3-4 Leuten vom Fernseher sitze und Mario Kart spiele oder sowas. Kann ich verstehen, wobei ich auch glaube, lasst sie doch erstmal kommen, guckt mal, wie die Controller sind. Ich denke mal, das wird nach wie vor gehen. Blöde ist natürlich, wenn man dann nur eine zu Hause hat oder dann nimmt es Papi oder der große Bruder mit und Mami und die kleine Schwester sitzen dann und können halt dann nicht Tennis gegeneinander spielen oder sowas. Gut, dann sagt Nintendo wahrscheinlich wie Apple, kauft euch eine zweite. Auf der anderen Seite kann ich das Konzept absolut nachvollziehen, wenn man sich Nintendo anguckt. Die letzten Jahre sind die immer in die Richtung, und die letzten 10 Jahre, die Leute mit Konsolen rauszukriegen. Ich meine, Nintendo, die fingen mit dem Game Boy an. Es war mobiles Spielen. Die gehen jetzt wieder zurück, back to the roots. Und wenn man sich die Verkaufszahlen von den 3DS-Dingern anguckt, der Markt ist absolut da. Deswegen glaube ich, ich bin eher in der Richtung, wo ich sage, jo, Nintendo wird damit richtig Erfolg haben. Wenn der Preis stimmt. Ja, ich kann dazu ehrlich gesagt nicht besonders viel sagen, weil für mich ist das Ding total uninteressant, weil, wie du schon gesagt hast, das sind alles gute Punkte. Ich glaube, da ist definitiv ein Markt da so, aber wenn ich spielen will, dann setze ich mich vor meinen Fernseher mit der Xbox oder eben mit der PlayStation und spiele schöne, aufwendige Spiele. Ich habe vorher schon zu dir gesagt, ich würde es besser finden, wenn Nintendo endlich mal diese ganzen Klassiker, also die Mario-Spiele, Super Smash Bros., Zelda, was sie nicht alles haben, wenn sie das einmal mal lizenzieren würden und damit, dass sich da mal für vernünftige Hersteller ranwagen könnten. Aber ansonsten finde ich die Idee interessant. Es wird aber viel davon abhängen, wie teuer das Ding wird, weil wenn man es wirklich einfach so kaufen kann für 300-400 Euro irgendwie sowas. Ja, denke ich auch, so bis 400. Wenn es vielleicht günstiger wird, dann ist die Hemmschwelle nicht mehr so groß, dass man sagt, man kauft für jedes Familienmitglied oder man kauft in der Familie 2, 3 von den Dingern. Dann glaube ich schon, könnte das was werden. So, ansonsten, wie du schon sagst, mal abwarten. Man weiß einfach noch viel zu wenig, um das jetzt irgendwie totzureden oder in den Himmel zu feiern. Was ich interessant finde, ist, dass halt Nintendo wirklich nicht das Weihnachtsgeschäft mitnimmt, sondern dass sie es jetzt zwar anteasern, so nach dem Motto, Leute, kauft euch zu Weihnachten keine andere Konsole, denn im März kommt was. Nicht. Aber dass sie im März eine neue Konsole launchen, und vor allem dann ist es immer, bis die dann erhältlich ist, wird ja langsam Frühling. Ja. Wobei dann gehen die Leute wieder raus und sie haben ja eine mobile Konsole, mit der sie auch draußen spielen können. Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben, aber das zieht sich ja bei Nintendo irgendwie durch die Vergangenheit. Das war ja schon beim GameCube so, bei der Wii so, bei allen möglichen so. Es wurde vorgestellt, dann hat man lange nichts gehört und dann kam es irgendwann doch auf den Markt so. Lassen wir uns überraschen. Das war's. Einige sehr, sehr interessante Fragen. Wenn ich die Zeit irgendwie so richtig im Kopf habe, dann sind wir, ja, ich habe jetzt nicht mehr irgendwie, ich bin jetzt überall durch so. Aber ich glaube, das war schon die längste Ausgabe, die wir je gedreht haben. So, wie gesagt, ihr könnt uns sehr gerne Feedback hinterlassen. Ja.
stellt bitte, bitte gerne auch wieder so viele Fragen. Wenn eure Frage nicht drangekommen ist, ich kann es nur immer wieder sagen, dann stellt sie doch einfach nochmal. Und ich die kann Wahrscheinlichkeit immer nur steigt. Wieder sagen, er sucht die Fragen aus. Ja, ja, genau. Aber er liest die sich alle durch so Nein. und sagt mir dann immer, wenn er irgendwas lustig findet. Nein. Das habe ich heute Nein. erst wieder Nein. erfahren. Alles Fake. Nein. Ich kenne eure Fragen wirklich nicht. Also zumindest spätestens weiß ich nicht, was Franz raussucht. Ja, ich suche, wie gesagt, nur die netten Fragen raus. Also seid am besten nett. Nein, Spaß beiseite. Würde uns freuen, wenn wieder so viele Fragen kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sagen wie immer ciao. Bis zum nächsten Mal.